dich, ne? Das ist, weißt du, was das Schöne ist? Ich lade es dann halt einfach nicht hoch, ne? Nee, da waren wir schon sehr im Stress. Und danach kam halt dieses Weihnachtswunder, das Highlight, das war richtig geil. Jetzt ist hier die ganze Zeit noch im Chat von den Supersellers, Leute. Ja, ich habe das Video gesehen, ich habe auch darauf geantwortet. Ich hab dreiviertel Stunde versucht, sie zu überreden, dass wir Teams bekommen, das klären. Nein, die wollen zuerst die Serie fertig machen. Keine Ahnung, warum man ein Hate-Video macht, was auf einer Serie aufgeteilt ist, ohne das Gespräch zu wollen. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen merkwürdig. Unter anderem wurde ich in dem Video als Rassist bezeichnet. Hast du es gesehen, Big Smith? Ja, habe ich. Okay, ja, das ist low-key amüsant. Das ist komplett verrückt. Und dann ging es dann los mit Definition von Mods und sowas. Also holy shit. Das ist ganz, ganz verrückt. Ich hoffe, das wird sich aufklären. Aber gut. Vielleicht kommen sie die Tage mal rum. Mal gucken, was dann wäre auf jeden Fall gut, um das Ganze zu klären. Ja. Ist halt so eine Sache irgendwie. Das muss halt wirklich nicht sein. Alle sagen, ich soll anzeigen. Das ist ganz normal Rufmord öffentlich. Nee, das ist nicht meins. Aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was damit bezweckt werden soll. Ich kann gerne zu allen Anschuldigungen, wenn sie dann hier in den Stream kommen, mich zu äußern. Aber das kennen wir immer wieder schon, ne? Es gibt ja immer wieder regelmäßig irgendwas, wo dann irgendwelche Anschuldigungen ausgedacht werden. Dann gibt es Feedback und dann denken die, scheiße, das war doch nicht so gut recherchiert. Dann wird das Video wieder runtergenommen und dann ist es wieder geklärt. Und 6 Monate später kommt von irgendeinem anderen YouTuber das nächste Video. Das ist einfach so. Ja, ich sehe es auch immer wieder, dass hier jetzt gefragt wird, was ist mit Supersellers los. Das Video generiert so viel Klicks wie alle anderen Videos zusammengefühlt in einem Monat. Die machen daraus eine ganze Serie. Morgen soll ein Video kommen, das geht 50 Minuten. Ja. Ganz verrückt. Du Mainstream-Boy mit YouTube-Beef. Leute, ich gehe den so aus dem Weg. Ich sag's mal, ich kann's jetzt mal wirklich mal ansprechen, okay? Das haben wir hier nie, das wird's auch nie wieder geben. Ich gebe mal ein Beispiel. Tobi Spirit Talk. Ja, ich hab den Namen, glaube ich, 2 Jahre meines Streams ausgesprochen. Der hat mir 1,5 Jahre ans Bein gepisst. Immer wieder Sticheleien hier, da, immer wieder was gesagt. Wie scheiße ich in dem Game doch sei. Wie unverdient. Ich zock die Kinder ab. Da, Viewerbot. Hier die Scheiße. 1,5 Jahre. Yo, Tobi hat wieder das gegen dich gesagt. Hier gibt's das wieder. Ich ignoriere es. Letztendlich hat es sich da gelohnt. Das kann ich jetzt leider nicht ignorieren, weil ich da einfach als Rassist dargestellt werde. Da hört es dann auch auf. Was macht man dagegen? Ich könnte das Video striken, ich könnte sie anzeigen. Gut ist, nicht gut, nicht viel drum reden, kriegen sie keine Aufmerksamkeit. Ja, das, ich wollte sowieso nochmal so ein Video rausbringen, wo ich über einige Sachen spreche. Und dann können wir das alles in einem abhaken. Und dann denke ich, wird da auch nichts weiter zukommen. Du kannst auch nicht Tobi mit Supersellers vergleichen. Nee, das ist auch eine ganz andere Sache. Die sind nicht zu vergleichen. Aber es ist halt beides so einfach, egal ob es öffentlich in Streams ist oder öffentlich in Videos. Ich rede fast nie schlecht über andere YouTuber. Wenn ich nur was Schlechtes zu sagen habe, dann sage ich lieber gar nichts dazu. Aber jetzt dann öffentliche Videoserie zu machen, ich weiß ja nicht. Supersellers, endlich mal die Wahrheit. Ja, da springen die Leute drauf an. Die lieben so welche Verschwörungstheoretiker. Die Leute sind immer für den Underdog und gegen den größeren Streamer. Das ist ganz oft so. Ich sehe auch ganz oft irgendwelche kranken Verschwörungstheorien zu Gronkh. Das ist ganz normal. Da gibt es Leute, die springen drauf auf, die finden das dann super, feuern die noch an. Ja. Wie ich dieses Thema hasse. Ja, ich auch. Ich auch, ganz doll. Zumal wir uns auch nicht im Stream eine halbe Stunde unterhalten hatten, dass ich nicht mehr so gerne was mit ihm zu tun haben möchte, da das alles irgendwie ein bisschen merkwürdig war. Es hat nichts gebracht und weiß ich nicht. Wunderschönen guten Abend. Micky, da bist du. Hi. Guten Tag. Bist du alone, Alter? Mein Chat ist komplett ausgerastet. Warum? Er meinte, Tri will mit dir spielen. Ja. Aber er kommt gleich, er redet gerade von Rufmord. Ja, wir sind schon durch. Was hast du nochmal so allgemein, Micky? Du noch mal ein bisschen Senf? Bisschen Senf dazugeben, klar. Das so allgemein, du hast ja mitbekommen. Eine reinste Katastrophe. Ja. Ja, gut, danke. Also, jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist, wenn du dir Supersellers anguckst, dann gibt es in der Clash Royale Szene niemanden nach Chef Strobel, der so davon
profitiert hat wie er. Mhm. Er ist auf Twitch bei 70.000 Follower. Das ist krass, das ist einer der Top-Streamer Deutschland von den Followern her. Ja, 70.000, das ist extrem viel, Max. Ja, ja. Ich hab nicht 70.000. Ich weiß. Ori hat nicht 70.000. Ich weiß. Aber meinst du, er hat die 70.000 ja nicht selber geschafft? Ja. Er hat die 70.000 ja nur geschafft, weil du ihn gehostet hast, bis komplett sein PC zusammenbricht. Ja. So. Das spiegelt ja auch wieder, dass sein YouTube-Account bei 13.000 steht. Das würde wirklich stimmen. Dann kann er es natürlich machen. Ist natürlich nicht so, ich hoste ihn, ich pushe ihn ein bisschen. Dafür kann ich danach ein kompletter Hurensohn in Real Life sein, Rassist, Leute dreckig behandeln. Das würde natürlich auch nicht gehen. Das Schlimme ist ja, dass das alles völlig absurd ist. Dass ich habe... Das, was er da sagt mit Rassist und so, das sei mal völlig dahingestellt. Ja. Das, was er macht, ist... Das sei mal völlig komplett außen vor. Das ist so bei den Haaren herbeigezogen, da will ich gar nicht drauf eingehen. Ja. So behindert ist das. Was die Kernmessage der Sache ist, man beißt nicht die Hand, die einen füttert. So, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber beispielsweise bei mir im Freundeskreis, bei uns ist Loyalität komplett groß geschrieben. Mhm. Mein kompletter Freundeskreis hätte mich um Grund und Boden getreten, hätte ich so eine Sache abgezogen, wenn mir jemand bei irgendetwas hilft und ich ihm im Nachhinein etwas Schlechtes will. Weil das, nichts anderes ist das gerade. Das stimmt. Und du bist ja noch so, dass du das Gespräch suchst und er da nichts sagt. Wir hatten ja auch schon das Gespräch, das ist ja das ganz Verrückte. Aber auch nochmal jetzt, nach, du hast es gesehen, da kommt ein Video auf dich zu. Eine Videoreihe, eine Serie mit oder 5 Staffeln. Serie, ja, mit 3D-Brille und alles, was dazu gehört. iSense, Parkett, Loge, schön und gut. Aber es geht darum, dass du nochmal das Gespräch gesucht hast und er wendet sich von dem Gespräch ab. Und da kann nichts Gutes bei rauskommen. Ja. Da kann nichts Gutes, was ist. Es ist auch so, dass er hatte meine Nummer. Am Anfang haben wir nichts dabei gedacht, weil er auch Mod war, Headmod und so. Der hat da teilweise, ich habe eine Woche nicht geantwortet und der hat alle 12 Stunden oder sowas geschrieben. Der hat mir Sprachnachrichten 15 Minuten geschickt. Der ist richtig creepy, weißt du? Jetzt, dann hieß es eine Zeit lang, ich mach nichts mit ihm, weil er zu wenig Follower hat. Dann heißt es, ich mach nichts mit ihm, weil ich ein Rassist bin. Dann mache ich nichts mit ihm, weil irgendwas, immer eine Ausrede, es kann doch nicht alles zusammenpassen. Ja, es kann doch nicht sein, dass hier jeder Zuschauer von mir auf einmal mit mir zockt. Irgendwo passt es halt nicht, weißt du? Ja. Das ist schon ziemlich krass. Aber gut, ich hoffe, dass er irgendwann dann nochmal Teamspeak kommt. Er hat gesagt, er ist heute Abend nicht da, keine Zeit. Jetzt ist er hier im Chat, ich weiß auch nicht. Wenn du das hier siehst, kannst du jetzt Teamspeak kommen? Ist da was dabei? Sehr gerne. Komplett schon. Auch ohne, falls ihr irgendwie denkt, ohne irgendwie laut zu werden, ohne schreien. Ja, ja, das ist ohne Beleidigung, komplett einfach, um zu reden. Ich weiß auch ganz genau, was dass, meinst wenn, du, dass wenn wir reden, dass er das danach richtig bereuen wird, wo er sich denkt, so, what the fuck, so. Das ist halt das Schlimme. Verschwörungstheorie. Trimax versteckt alles in seinem Wohnzimmer vor der USA. Sehr gut. Ich war auch 9-11, ich bin bei den Illuminati, Leute, alles. Da gibt es Beweise. Danke für den 3 Monate. So. Gut, ich würde sagen, wir zocken einfach dann. Ja. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. User was moved to your channel. Servus. Moin. Achso, ja, Bigspin, dann dir einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du dabei warst. Jo, morgen danke euch zocken. Auch gerne. Yep. Du streamst morgen zuerst, dann machen wir was zusammen. Wird geil, genau. Freue ich mich drauf. Vielen Dank für die Tipps heute, hat sehr viel geholfen. Ja, echt jetzt? Ich setze die Zeit nicht um, aber ich weiß dann halt, wie es funktioniert. Nee, Jabo, okay, Jabo, sag mir, wenn ich chat generell. Also gerade spreche ich nur auf. User joined your Hallo. Channel. Hori auch da, geil. Moin. Hallo. Sauber. Geht ihr schon? Hä? Geht ihr schon? Nee. Ich bin in-game, ja. Okay. Dann bis morgen, ne? Ja, hau rein, Bigspin. Sehr morgen, nice, hau rein. Gut. Schönen Abend noch. Tschö. Ciao, ciao. User disconnected from your channel. So, bin ich, seid ihr alle schon in einer Burgerbrater mit dir? Party? Moin, mein Lieber. Was? Hat er mich eingeladen?